es ist nicht nur ein Jubiläum, sondern das ist schon eine wirkliche Erfolgsgeschichte, die quasi raketenartig da in der City of Nussbach passiert ist. So ein Erfolg, der entsteht nicht nur einfach, weil man von Jahr zu Jahr die Firmengeschichte fortschreibt, sondern so ein Erfolg ist möglich, weil man andauernd Innovationen überlegt, nach vorne schaut und auch den Mut hat, was Neues zu wagen und den Mut hat, international und groß zu denken. Ich meine, die Geschichte an dem Standort geht ja sehr weit zurück von der Schmiede her, also wirklich knapp 300 Jahre. Schritt für Schritt ist einfach immer die Devise gewesen und das leben wir, glaube ich, auch als Familie. Absoluter Benchmark. Würde ich gerne arbeiten da, ja. Und auch natürlich drüben in der großen Halle die riesige Fräsmaschine, die ist auch richtig interessant. Ja. Das habe ich auch noch nie in der Größe so gesehen. Ja, cool war natürlich die Show vor dem Motocrosser. Also die Mitarbeiter waren sehr engagiert, um auch den Besuchern alles zu zeigen, was Heidelmeier kann. Die ganzen Technologien, die neuen, die wir eingeführt haben, ist bei dem Publikum sensationell angekommen. Sie waren alle sehr wissbegierig, wollten alles wissen und ich glaube, unsere Mitarbeiter haben ihnen alles gezeigt und erklärt, was wir alles können und was wir alles machen. Die Sauberkeit, die Ordnung. Die ganzen Spritzgussformen, was machen, was fräsen, wie genau das abläuft. Ich glaube, dass die leider vom Betrieb, von der Sauberkeit, von der Art der Technologien, von den verschiedenen schönen Sachen, die wir hier herstellen können, begeistert waren. Von dem Spritzgussprozess, die Spritzgussmaschine in Action zu sehen, die Tasche mit in die Hand zu nehmen. Eine Bierkiste, sage ich mal, wenn man sich im Geschäft schaut, ziemlich einfach aus. Aber man sieht quasi, wie das dann wirklich ausschaut, das Werkzeug, ist dann schon sehr beeindruckend für die meisten. Also die Leute sind sowas von begeistert und zusätzlich das Rahmenprogramm. Die ganze Firma, weil es mir gefällt. Das Glück mit dem Wetter, so viele Leute gekommen, die Kunden noch die Rundflüge machen können mit dem Hubschrauber. Ich muss sagen, großartige Stimmung, auch in der Firma. Es waren alle Leute im Einsatz, die Maschinen sind gelaufen. Ich gehe davon aus, dass die Besucher einen tollen Eindruck mit nach Hause nehmen und alle bei Heidelmeier arbeiten möchten. Sie haben einen Hubschrauber geflogen und Spritzgusswerkzeuge gibt es da sehr viel, aber am coolsten fände ich eigentlich die Krane. Eine phänomenale Entwicklung. Tut den Ort gut, tut der Firma gut und der gesamten Region. Das ist schon faszinierend, was sich da entwickelt hat. Die Persönlichkeiten, die den Betrieb gegründet haben, das war von Friedrich Heidelmeier und dann der Josef mit seinem Experit und seinem Menschenkenntnis. Und die nächste, die neue Generation, die einfach modernes Management mit Vollblut und Herz umsetzt. Und die Leute, die was da dahinter stehen. Ja, also ich bin selber bei der Heidelmeier, muss ich mit. Und der Heidelmeier ist doch ein großer Teil von Nussbach und das gehört sich fast, dass er da geht. Ja, die Kunden haben das unglaublich toll aufgenommen. Also zum einen die Sauberkeit und die modernen Maschinen, die wir haben, die hohe Qualität, die wir herstellen können. Es war durchwegs unglaublich gute Stimmung. Ja. Mit dieser Veranstaltung natürlich auch zeigt, inwieweit die Firma Heidelmeier da nach vorne geht und für die Mitarbeiter und für die gesamte Region da wirklich auch an so einem Tag was schafft, wo alle zusammenkommen. Das ist einfach der Zusammenhalt in der Firma, das Klima. Wir sind sehr stolz, dass wir die Firma Heidelmeier da bei uns in Nussbach haben dürfen, dass sie so viele Arbeitsplätze für unsere Einwohner geben. Jetzt freue ich mich auf die Feier mit den Mitarbeitern, weil die haben sie eigentlich verdient und stolz darauf sind, wo sie arbeiten. Und ich glaube, das sind die Bausteine des Erfolges,
eine gute, solide Ausbildung und einfach motivierte Mitarbeiter zu haben.